Hi und willkommen beim Bizarre Festival hier am Butzweiler Hof in Köln. 3 Tage lang insgesamt, also heute der 2. Tag. Und hier auf der Hauptbühne gab es ein paar ganz tolle Konzerte, vor allem Bloodhound Gang. Und das war super, weil die Sonne schien zum ersten Mal überhaupt. Es gab auch zum Schluss ein paar ganz tolle Überraschungen. Wir haben auch Katatonia. Joe Strummer war auch hier, früher natürlich bei The Clash, jetzt mit seiner neuen Band The Mescaleros. Und es gab auch Paradise Lost aus England, sowie 3 Bands aus Deutschland, Tokotronic, Blumfeld und natürlich die Headliner heute, die Fantastischen 4. Die haben alle hier auf der Hauptbühne gespielt. Wir haben bis 6.15 Uhr Sendezeit, aber es gibt heute auch Live-Musik, denn wir haben hier eine zweite Bühne. Diese Bühne befindet sich in einem Zelt und dieses Zelt erahnt man im Hintergrund. Da hinten, da ist ein Zelt, da ist eine Bühne aufgebaut und da ist hoffentlich auch Thorsten Sellheim, der weiß genau Bescheid, was drüben alles los ist. Thorsten, wie sieht's bei dir aus? Ja, herzlich willkommen, liebe Rockpalast-Freunde und Fans. Herzlich willkommen, wir sind hier im Zelt auf der Aftershow-Party und hier wird gerockt bis in den frühen Morgen, in den frühen Morgen. Und es gibt eine Reihe von Bands, die wir hier haben, zum Beispiel Teilnehmer aus Skandinavien. Und da sind die Masters of Reality, Muse. Dann haben wir hier darüber hinaus noch die Helicopters. Und da bleiben wir direkt in Skandinavien und wir gehen mit einer anderen Band, die sich selber nennt King of Rock. Damit gehen wir direkt rein ins Konzert. So, wir sind fertig hier. Wir sind jetzt live dabei. Ihr alle seid live dabei hier im Zelt auf der Aftershow-Party. Unsere Teilnehmer, die ersten Teilnehmer hier in der Sendung aus Skandinavien, aus Oslo kommen. The King of Rock. Und wir sind mit einem Geburtstagskind. Ein Geburtstagskind ist dabei. Der Sänger Viv Malibu hat Geburtstag. Und wir sind für euch live auf der Bühne im Zelt auf dem Bizarre Festival und im Rockpalast. Lucifer! Ladies and gentlemen, and welcome to the Biff Malibu Anniversary Show! It's time to get hot! It's time to get down! It's time to hold them hands, brothers and sisters, and dig the Oslo sound! Ladies and gentlemen, may I present to you the hottest hit in rock and roll in the business, right here, right now! Ladies and gentlemen, this is Lucifer! Got a flag when I'm dreaming, oh yeah. Got a flag when I'm dreaming, oh yeah. Got a flag when I'm dreaming, oh yeah.
This is the real me. No places for the tight ass talkers. The schemer out there seen won't get a single seat. Come on, you action walkers. I gotta move and I'm feeling so hot in here. I'll wake everybody now in a single time. What a way to be a sign now, baby. It's time to be something about. What a legendary poetry, what a way to say it. What a legendary poetry, I'm not a passion, it's better when I'm fighting around and around. And I know, hey, tonight I think we go. Gonna take my single white, I'm gonna get his tone. Wanna show, hey, wanna get my story told. This is momentary magic in a metal flow. Come on. I got a many corners, and then I sit and stare. I gotta give up everything to get up now. Gotta make it away. Take it to the bridge of the princess. Gotta be so cool. Gotta reach it to the bread and the nice to shine. Come on, baby, this is so cool. Back to school. What a game of life. Ooh-hoo-hoo-hoo. What a spark in the sun. Ooh-hoo-hoo-hoo. What a wild night. Ooh-hoo-hoo-hoo. What a night. City, ladies and gentlemen, the Avenger, the Pain Dispatcher. Ladies and gentlemen, get ready for a rendezvous with the hottest man on the planet. This is gonna hurt a little bit, so be prepared. All
Lucifer live von der Zeltbühne. Man hat es gesehen, da ist schwer was los und da werden Gruppen spielen bis 4 Uhr morgens. Wir werden noch zweimal hinschalten und zwar einmal zum Masters of Reality und dann etwas später zu den Helicopters. Hier geht es gleich weiter mit den Fantastischen Vier und ich sage gleich, wie die Reihenfolge in etwa für die Nacht aussehen wird. Wir sind aber die ganze Nacht wie immer erreichbar. Das heißt, man kann uns anrufen, man kann eine Fax schicken, man kann uns natürlich auch ein E-Mail schicken. Es gibt auch die Möglichkeit, heute wie gestern, die Sendung auch live im Internet zu empfangen. Das heißt auch mit Bild und mit Ton über Real Audio Stream. Das ist vielleicht für die Leute in Deutschland nicht ganz so interessant, weil man die Sendung im Fernsehen sehen kann. Aber wie gesagt, man kann Freunde im Ausland vielleicht schnell ein E-Mail schicken, dass sie das Rockballast Homepage anklicken sollten. Dann kann man die Sendung auch live im Internet verfolgen. Also, es geht gleich weiter mit den Fantastischen Vier. Danach Katatonia. Dann haben wir die Bloodhound Gang. Und ich habe vorhin gesagt, das war ein super Konzert. Die haben zum Schluss, naja, ich sage nicht, was sie zum Schluss gemacht haben. Aber es lohnt sich auf jeden Fall dabei zu bleiben und zu sehen, was die Bloodhound Gang zum Schluss gespielt haben. Dann haben wir Joe Strummer mit seiner neuen Band. Das war ganz interessant auch, weil Joe Strummer heute Geburtstag hatte. Das habe ich im letzten Moment erfahren. Ich sage aber auch nicht an dieser Stelle, wie alt er ist. Dann haben wir aus Deutschland Blumfeld, Tokatronic und so gegen Ende der Sendung dann aus England Paradise Lost. Aber jetzt können Sie anfangen anzurufen oder E-Mails zu schreiben und gleichzeitig natürlich die Musik richtig genießen von den Fantastischen Vier. Was geht? Was geht? Ich sag's dir ganz konkret. Was geht? Was geht? Gleich pack ich ab, noch niemals kack ich ab. Ich pack das Mikro in den Backen und ich fuck es ab. Rock ich an, hab ich dann, bin ich dran, fackel ich mich jetzt an. Nicht lang und fang an, meine Meinung rein, mitten rein, nein, nicht allein. Nein, da kannst du aber sicher sein. Zwei, du siehst den Platz, sollst du fragen. Schätze nein, wir bitte drei mit Ansagen. Und die Frage dann, bist du einer, der in unsere Küche guckt, den ersten Finger juckt, reichlich zu probieren und sich dann verschluckt. Doch, du hast den Mund zu voll genommen. Wir sind die Welle und du bist mit uns mitgeschwommen. Du bist nur die Single, aber ich bin die MP, du bist verdünnt und verbessert und ich bin das so ins. Was geht? Was geht? Ich sag's dir ganz konkret. Was geht?
was geht? Ich sag's dir ganz konkret. Was geht? Was geht? Ich sag's dir ganz konkret. Was geht? Was geht? Ahoi, sag ich, Genossen. Verschüttel euch die Flossen, aber Sack, deine Gossen und die Charts hochgeschossen. Sehen klasse aus, passe, rastet aus. Kasse schick, zu, du bleibst so locker leicht, weil er in mich schwimmt. Ich schwimm. Geh weg, den Dürr, den Rick und den Schmidt. Den nehm ich mit und schüttel, schüttel. So fertig ist der Hit. Mit Andy Funky, wie er Bunny bastelt an dem Track in unserem Keller mit dem Wanderbandentäter. Das ist der Michi weg. Also mach dich nicht weg. Nimm dir die Zeit und check, check es aus. Was in dir draus mag, von dieser Wartezeit hat jetzt ein Happy End. Endlich wieder ein neuer Track von deiner Lieblingsband. Doch Moment, es sind falsche Mannen aus der Korrespondent. Korrespondent, Thomas D. meldet sich zu Wort. Ich bin hier live vor Ort und sehe in einem Pop, wie Menschen sich erheben. Ihre Körper sich bewegen. Sie kommen uns dagegen, halten Schilde in die Luft. Etwas Schatten zu erregen, weil fast jeder etwas ruft. Und ich schwöre, sie rufen nach der Vier. Deshalb sind sie hier und ich kapiere, weil auf den Schildern unser Name steht. Sie müssen wissen, dass wir wissen, was geht. Was geht? 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 Ich sag's dir ganz konkret. Was geht? Was geht? Ich sag's dir ganz konkret. Was geht? Was geht? Ich sag's dir ganz konkret. Was geht? Was geht? Schau zurück, Mann. Schon ein paar Jahre her, da war das Gott noch ein Rap in deiner Sprache noch leer. Jetzt zeig mir wer. Schon da ist er zu dritt. Er hatte Recht, hat er behauptet, wir viel gewinnt. Das waren wir, mein Kind. Und ich spitz dein Ohr und setz dich hin. Wir singen dir ein Lied vor, lieber. Yeah. Denn wir machen Reime, um die sie uns beneiden. Und damit auch noch Scheine, das können die nicht leiden. Oh, es war gemein, ich sehe es ein, es war nur wegen dem Reim. Nur Spaß. Ich halte das darauf nicht mehr rein. Ich meine, ihr wisst doch, was ich meine, ich wollte euch gefoppen. Denn in Wirklichkeit bin ich Britney Spears Pop. Das ist mein Haus, ein kunterbuntes Haus. In dir und in Smooth, die schauen uns dann beim Poppen zu. Hit me Britney one more time. Was geht? Was geht? Ich sag's euch ganz konkret. Was geht? Was geht? Ich sag's euch ganz konkret. Was geht? Was geht? Ich sag's euch ganz konkret. Wir gründen heute zusammen hier auf dieser sehr speziellen Veranstaltung das letzte Mal, glaube ich, Bizarre hier am Butzweiler Hof. Ein ganz besonderer Ort, eine Stadt, die es eigentlich gar nicht gibt. Ganz genau. Schau dich hier um und lade dich hinein. Denn jeder braucht einen Platz zum glücklich sein. Wir laden dich und deine Leute ein, um heute da zu sein, wo man sich liebt. In der Stadt, die es nicht gibt, geht der Mieter, schiebt dazu durch die Straßen, den jeder Ahnung auf diesem Gebiet hat. Der allen voran, dieser Mann, der in Kuh fragt, geben und auf alles seine Antwort geben kann. Denn im Kampf gegen Rap-Beats hat der Bürgermeister jede Kurve schon gekriegt und jede Hürde schon gemeistert. In der Szene ist kein Platz für schöne Mucke, die nicht klingt, weil in der Stadt, die es nicht gibt, jeder Swing, Baby, weil alle ohne Ende grooven. Stein oder Rock, wenn sie in der Zone move und in Häuser zu einem hocken. Dieser Mob kämpft und erschrocken gegen Poppen, gegen Poppen, gegen starke Streite Poppen und ehrlich entschlossen. Ich weiß, ihr seid Genossen, packt euch an die Flossen. Denn jedes Mal habt Freaks und ihr die da oben weggeschossen. Denn alle Kids schicken, schnacken, macken, rein, schmacken, Babys machen diesen Traum wahr, weil es dafür nie zu spät ist. Yeah, es dafür nie zu spät ist, Baby. Und alle gehen wieder ab und bleiben wach die ganze Nacht lang, weil wir mal wieder die Nacht zum Tag gemacht haben. Und ohne Gruppen oder Sachen. Zwang, Alter, tanzen die Puppen sogar bei den Nachbarn. Also, hier geht mal nix von Nachmittags. Macht dir klar, dass es so nach der dicke Party in der Stadt war.
Alle waren dabei, bunt die Smarties. Halten ihren Kopf gesund durch Party. Halten ihre Seelen sauber durch Soul-Musik. Rollins Flip, Rollins Keep, Stepper und frische Beats auf dem Tisch. Und dann lebt die Stadt, lebt dann Stadt. Stets nur platt, fett und satt. Zu machen, was sonst jeder macht. Jeder lacht hier in der Straßenbahn. Denn anstatt zu zahlen, wird hier schwarz gefahren. Und anstatt zu sparen, wird hier rausgetan. Damit auch noch was da ist für die Armen. Schau dich hier um und leine dich hinein. Jeder braucht einen Platz, um glücklich sein. Wir laden dich und deine Leute ein, um heute da zu sein, wo man sich regt. In der Stadt, die es nicht gibt, sind wir nicht da, wo Harmonie regiert. Vor Ort, wo Recht und Ordnung die platziert. Weil das mit Regeln nie funktioniert. Aber kapiert, dass hier die Liebe siegt. In der Stadt, die es nicht gibt. Ja, ja, ja. Wir rappen zu Beats, checken die Jeans, schmecken den Keats, kidnappen die Freaks und die Cheats. Und wir geheim und ganz intim, Geheimlaboren auch mit ihnen nach den Formen zu bohren, die schon verloren sind. Wir dealen mit den geilsten Styles im kleinsten Kreis, testen die besten Vibes, die höchsten Highs, größtenteils für das Erlebnis, das Ergebnis in Fahrt. Ich seh die Party am Start, hat die Stadt gewartet. Doch warte mal, deine Mane harte war, die meisten fielen wie nach Karneval. Die meisten liefen aus dem Teil der tiefsten Superdepression herauf und überschallen sich und überall war neues Land in Sicht. Alle verstanden sich, Babylon den Fall. Und alle wandten sich gegen die Lügen der Betrügenden, die uns nicht mehr genügen, denn sie blocken, schocken und schocken scheinbar nicht zu zügeln. Aber wenn die Welt ihre Welle nicht am Leben hält, sich unserem Vibe auf die Schnelle nichts entgegenstellt, erreichen wir die Innenwelt. Und wenn das Blatt und auf der Kracht dann wach gemacht hat, seid ihr willkommen in der Stadt. Schau dich hier um und lade dich hinein. Jeder braucht einen Platz, um glücklich sein. Wir laden dich und deine Leute ein, um heute da zu sein, wo man sich liebt. In der Stadt, die es nicht gibt, sind wir nicht dort, wo Harmonie regiert. Vor Ort, wo Recht und Ordnung die platziert. Weil das mit Regeln eh nicht funktioniert. Ein Mann kapiert, dass hier die Liebe siegt. In der Stadt, die es nicht gibt. Schau dich jung und lade dich hinein. Jeder braucht einen Platz, um glücklich sein. Wir laden dich und deine Leute ein, um heute da zu sein, wo man sich liebt. In der Stadt, die es nicht gibt. Wenn ich auf Harmonie regiert, wo Ort und Recht in Ordnung geplatziert, weil das mit Regeln nicht funktioniert. Aber man kapiert, dass hier die Liebe siegt. Ja, ja, ja. Ladies and Gentlemen! Ja, ja. Kölsche Jung, Applaus! So, das wird ganz schön. An dieser Stelle, liebes Köln, möchte ich mich bei euch bedanken. Für eure Liebe und Zuneigung. Und anlässlich dieses, oder als Zeichen meines Dankes, bin ich nach Paris gefahren. Und habe mich dort umtaufen lassen. Spesen für Jubel, dass du da. Smudo ist ein total uncooler Name, klingt viel zu. Stimmt. Klingt viel zu deutsch. Viel zu deutsch. Viel zu deutsch. Da habe ich mich für einen frankophilen Namen entschieden. Ladies and Gentlemen. Moi, je suis le Smudo. Das hier geht an alle. Was? Ungeduldig, ich muss mich noch entschuldigen. Wegen dem Mangel an Gelegenheiten, mich zu huldigen. Vergesst alle die hippen, kultigen Bands. Die und deren Fans sind die wahren Schuldigen. Yeah. Für die Misere, dass die ihre gute Sprechgesangsmusik im Mittelmaß versinkt, was zu wenig davon gibt. Keine Angst, ich kümmere mich darum, zertrümmer diesen Trend, sobald einer von euch Jüngern meinen Namen macht. Oder Mocker mit dem F4, Death, Beat, Smooth, Soul, Futtermutter. Wie immer auf dem Zimmer hörst du das Geflimmer deiner Lautsprecherbox. Seht ihr auf, bis sie kommen, die Hausmeistermotten.
Person mit dem Finger. Glaub mal, der Rasse, wir vier ohne jungen Dinger. Wie schlimmer ist, dass ohne blassen Schimmer diese Spinner nicht checken. Was wir sind, die diese Welt retten. Ich lade nichts anderes als ich selber zu. Mein Leben ist ein Film, ich mach Musik dazu. Mein Leben ist wasserfest wie dein Tattoo. Ich bin gut wie früher ein Auto. Die kreischenden Horden fragen nach dem Namen, das Fleisch geworden. MC, BC, ist das Groove. No, 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 no. Yeah, 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 yeah. Die vier wieder und deine Nadel vibriert, wenn alter Adel regiert. Hier sind die vier wieder, die tausendmal schon kopiert, fotografiert und zitiert. Hier sind die vier wieder, die dich seit Jahren inspiriert, die Scheiße selbst zu probieren. Hier sind die vier wieder, bist du genug motiviert, dann bleib hier und hör zu. Hier sind die vier wieder, Thomas D. Hausmarke an die Y. Fühlen sich fantastisch aus dem Häuschen wie auf Attisch. Das Bräuschen hat ein Ende. Leute toben, Hände gehen nach oben, oben ohne alle. Das Boomhaus abgehört die Wände, jeder Halle. Alle Tanzvergnügen mit vollen ganzen Zügen. Weil meine Jungs und ich über frische Beats verfügen. Hart gesagten Experten setzen und verhärten ihr Gehirn auf den Konzerten. Sind doch auf falschen Pferden, weil sie trotz vermehrten Recherchen niemals merken, dass es etwas mehr bedarf, um Hip-Hop zu verwerten. Aus verbunden Clips mit schicken Tricks und hippen Schnitten. Den Mieten klicken zum Beat, nicken böse Blick. Unsere Fans aber whippen im Schwanz. Ihr Mädels gehen fresh, yeah. Weil sie lieben unser Band. Wir sind die vier wieder und deine Nadel vibriert, wenn alter Adel regiert. Wir sind die vier wieder, die tausendmal schon kopiert, fotografiert und zitiert. Wir sind die vier wieder, die dich seit Jahren inspiriert, die Scheiße selbst zu probieren. Wir sind die vier wieder, bist du genug motiviert, dann bleib hier und hör zu. Wir sind die vier wieder, Thomas D. Hausmann, K. an die Inselonne. Wir kommen ein bisschen runter. Bisschen ist gut. Nach ein paar Tagen mal ein bisschen runterkommen. Was wir jetzt aber machen ist, wir spielen einen bunten Strauß wahnsinniger Melodien und Rhythmen. Und ihr wisst, Rhythmus braucht Tanzbewegung. Und an dieser Stelle möchte ich euch einen Mann vorstellen, der mit dafür verantwortlich ist. Ja, ja, er ist auch mitverantwortlich. Ja. Auf jeden Fall. Könntest du ein bisschen Platz machen, dann kann man ihn sehen. Okay. Meine Damen und Herren, ein kleiner Applaus für Markus Köstler am Bass. Bitte schön. Markus Köstler. Und außerdem eine kleine Sensation am Schlagzeug. Effalo. Und dies ist eine kleine, wahre Geschichte. Wer ist sie? Wo kommt sie her? Wie ist ihr Name? Warum fällt es mir schwer, sie danach zu fragen, ob sie oft hier ist oder nur jetzt oder nie? Oder hofft sie auf ein Date und wird versetzt irgendwie, ob sie einsam ist und wie ich auf der Suche. Passen wir zusammen, was verpasse ich, wenn ich's nicht versuche? Kommst du mit auf einen Schritt oder zwei? Hast du Lust, hast du Zeit für mich? Bist du es leid, wie ich leider nicht zu zweit zu sein? Zu dir oder zu mir? Kommen wir zusammen und ist dein Tag wieder andere oder bleibt es spannend? Werden wir, während wir uns kennenlernen, einander eher näher kommen oder entfernen wir uns? Wie lange wird es dauern, bis sich die Mischung zwischen uns abkühlt und wir darin versauern? Was wird sein, wenn wir sind, was ich verlange? Ist sie wie ich und sind wir glücklich und was dann?
Wer weiß das schon, wir werden sehen. Ha. Fehler werden gemacht, um zu verstehen. Das hab ich alles schon gesehen. Das ist mir alles schon bekannt. Auf dem Weg, den wir gehen, ist alles gut. Doch die Antwort ist nicht interessant. Das hab ich alles schon gesehen. Das ist mir alles schon bekannt. Zeit ist frei, die Zeit ist am Ohr. Sonst wird etwas im oder bin ich zu bequem? Bei wem liegt der Fehler und seit wann ging es schief? Wer weiß später schon, warum es lief, wie es lief. Wie tief muss man sinken, bis man zu verstehen beginnt, wo die Grenzen zwischen Toleranz und Liebe sind? Warum hab ich das Gefühl, dass du dich nicht bemühst und mich nicht viel fühlst für mich? Wenn du dich bewegen willst, weshalb rührst du dich denn nicht, wenn du eine Beziehung willst, weshalb führst du sie nicht? Warum hörst du nicht zu? Warum bist du nicht bei mir? Dazu. Warum bist du nicht mit mir? Warum nimmt die Zeit den Reiz der Zweisamkeit? Und warum bleibt der Schmerz der Angst vor Einsamkeit? Warum tut es mir leid, den Fragen ausgewichen zu sein, die mir mein Geist gestellt hat, um ausgeglichen zu sein, trotz allem, was gequält hat? Ich hätte gern zurück, was ich investiert hab. Bereuen kann man nur, was man auch probiert hat. Bereuen kann man nur, was man auch probiert hat. Auf dem Weg, den wir gehen, ist alles her. Alles her. Alles her. Alles her. Ich hab alles schon gesehen. Das ist mir alles schon gekommen. Die Zeit ist weit, die Zeit ist groß. Und sie redet durch den Wind. Redet durch den Wind. Das hab ich alles schon gesehen. Das Gleiche. Das ist mir alles schon gekommen. Auf dem Weg, den wir gehen, ist alles gut. Es ist interessant und so weiter und so weiter und so weiter. Das hab ich alles schon gesehen. Das ist mir alles schon bekannt. Die Zeit ist lang, Zeit ist lang. Bitte leicht, ja. Das hab ich alles schon gesehen. Das ist mir alles schon bekannt. Auf dem Weg, den wir gehen, ist alles gut. Yeah. Die Antwort ist das hab ich alles schon gesehen. Das ist mir alles schon bekannt. Deiner Zukunft dabei, es ist schon lange klar. Du fühlst dich frei, wenn die Zukunft zur Gegenwart wird, hast du es getan. Das war was wirklich der Plan, dann verschwindet die Zeit, darauf du in ihr
Wolken schlagen seit hier, du bist nicht mehr bei dir. Die Zeit kehrt zurück und nimmt sich mehr von dir. In ihr bist du schneller, mehr bewegt dich. Der Moment ist die Tat, die du tust. Denn dein Auge erblickt, was du tust und erschrickt vor dem Ding, das du kennst, weil es immer da war. Die Musik ist aus und ist immer noch da. Hast du das gewollt? Hast du Angst zu beginnen? Doch jetzt ist alles anders, denn wir sind drin. Es dreht sich nur um uns und es ist nichts wie bisher. Und es macht uns zu Brüder mit dem Tag am Meer. Yeah. Mit dem Tag am Meer. Aha. Mit dem Tag am Meer. Yeah. Mit dem Tag am Meer. Oh yeah. Du spürst das. Und da bewegt sich was, es macht dir Spaß. Nein, es ist nicht nur das, denn nach dem Öffnen aller Türen steht am Ende der Trick des Endes, der Suche durch das Finden im Augenblick. Du atmest ein, du atmest aus. Dieser Körper ist dein Haus und darin kennst du dich aus. Du lebst, du bist am Leben und das wird dir bewusst, ohne nachzudenken, nur aufgrund der eigenen Lebenslust. Das Gefühl, das du fühlst, sagt dir, es ist soweit. Es ändern sich Zustand, der Raum und die Zeit, der Verstand kehrt zurück. Doch du setzt dich nicht ein, jeder Schritt neues Land. Wird es immer so sein, du spürst die Lebensenergie, die durch dich durchfließt. Das Leben wie noch nie in Harmonie und genießt. Es gibt nichts zu verbessern, nichts. Was noch besser wäre, außer dir, jetzt und hier und dem Tag am Meer. Yeah. Und dem Tag am Meer. Yeah, yeah, yeah. Yeah, cool. Und dem Tag am Meer. Heute, 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 heute. Ihr wisst, wir stammen alle aus einer Ursuppe. Das bedeutet, wir alle haben eine gewisse Urinstinkt in uns, die überall gleich sind. Und es ist mir gelungen, einen Refrain zu schreiben, der diesen Urinstinkt triggert. Und ich werde es euch beweisen hier oben, euch. Spack, Monkos, Monks, Schmucks. Wir jetzt, wir über wie uns. Pass auf, Thomas, wie wir es alle drauf haben. Ich bin der erste Mo, das D und das. Was? Naja, aber für 35.000 Leute war das schwach gerade. Was haben die gesagt? Die haben Folgendes gesagt. Ich bin der SMO, das D und das. Es war noch nicht ganz eindeutig, glaube ich. Du hast, hast du das nicht gehört? Nicht so richtig. So. Ich bin der SMO, das D und das. Yeah. Das ist geil, baby. Ich bin nicht da, denn ich bin das Mobus auf. Ich mache den dicken Schuh. Steh nicht an dem Kabel, weil da steh ich drauf. Halt mal kurz und dann hör mir zu. Und irgendwo war das Schluss mit dem, wir tun. Schau dich an und sag mir dann, was mit dem
was du da machst. Wenn du in der ganzen Arbeit von dem Ding, von dem du glaubst, dass du so machst. Mit dem Mikro in der Hand, der Prophet in seinem Land, der Sieger für Roland, lächerlicher Repräsentant. Doch die Gestik, die Sprüche, Attitüde, die ihr glaubt, die ist geklaut, 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 geklaut. Weißt du, mit der Stanz, Kiez aus dem Ghetto, was du bist doch weg, Alter. Brauchst du Bewegung und sonst nichts vor deinem Chor, hast du vielleicht auf dem Trichter, wie das wäre. Ohne Betonkopf auf dem Hals, wäre die Kuhle sich so schwer. Dann machst du dich locker, so wie ich es tu. Ich bin der erste Punkt der Empfang und das du. Ich bin der erste Modus, die und das. Der erste Modus, die und das. Ich bin der erste Modus, die und das. 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 Ich bin der erste Modus, die und das. So genau das bin ich. Mache jahrelang schon bla bla bla. Deswegen spiel ich, höre ich heute Schule, neue Schule. Hip-Hop, hurra, die hohe Schule heißt so gut. Und er ist immer da. Denn die 4 ist der Platz und du weißt, was das heißt, mein Schatz. Ich stehe am Mikro, weil man dir erkratzt. Mit der Nadel auf der Platte, den Finger an der Hand. Immer am Mann, der kommt bei der Ohne Verstand. Aber mit so, Mann, ich bin nicht oh, Mann, hast du kapiert? Er gibt sich nicht so hart, wenn du, weil es nicht funktioniert. Denn es ist echt typisch, dass du so ordentlich bist und versuchst korrekt, um sauber nachzumachen, was von drüben ist. Doch deine Ghetto-Romantik braucht da drüben keiner. Schreiben Ghetto-Romantik und werfen in den Eimer. Ohne Soul und Swing hast du ne Pseudokrass. Das sagt ihr. How do you do? Aha, ich bin des Mutes, na na na, und war vor dir schon super lange, lange da. Denn ich sammle und babbel, wenn ich ein Mikrofon zappe. Mit einer Hand ein Grabe führen ein und nach. Wir brauchen wenig diskutieren und dumm gestikulieren. Kabel will ich mich nicht, blau läuft nicht bei den Pirs. Ja. Kommen Sie und hören Sie die Qualität. Vergleichen Sie und fragen einen guten Freund, was er Ihnen rät. Dann werden Sie sich denken, was ich brauche, muss ich besorgen. Und sich heute noch. Das hat er nur vergessen. Ich bin erst im Monat, die und das. Mit allen Special Effects. An dieser Stelle möchte ich gerne bestellen für meine Freunde hier. Vielleicht bekommen sie mit in der Bar. Ich glaube ungefähr 2.500 Glas Mineralwasser und ein Bier. Und an dieser Stelle ist Michael Beck vorbereitet mit einem einmaligen Experiment. Ich muss euch leider was Unangenehmes erzählen. Für diesen Song bin ich durch die Hölle gegangen, Leute. Durch die Hölle und zurück. Mit Michi Beck. Aha. Michi Beck, ich war 16.
echt nicht, wie ich so weit kommen konnte. Wo doch alles so perfekt lief und ich in meinem Leben immer an der Sonne wohnte. Oben drunter. Zu für den Posterolymp. Mit einem Label, das sich lohnt, weil es Millionen verdient. Okay, vielleicht war es ein bisschen übertrieben, auf Tournee im eigenen Bus zu reisen. Und die dicksten Suiten zu mieten. Und meinetwegen auch ein wenig zu vermessen für mein neues Chefbüro und ganzes Stockwerk und das Haus zugesetzt. Dennoch war es ein überraschend harter Schicksalsschlag. Als man mir offenbarte, dass ich nicht mehr will machen darf. Und drin den Arsch von meiner Band abrupt gesendet. Kurz darauf bekam ich Hausverbot auf unserem Gelände. Mein gesagtes Hab und Gut wurde verpfändet. Und zur Tilgung deiner Schulden verwendet. Mein guter Ruf in Schmutz gezogen und geschändet. Wenig später und vermeintlich ärger mit dem Vermieter, weil ich kein Geld mehr hatte für die 500 Quadratmeter Penthouse-Etage. Nach einem Monat ohne Gage saß ich direkt auf der Straße. Schade. Denn das Leben dort macht auch nur Spaß, solange du ein Auto hast. Doch ohne Cash auf Tash ziemlich blank. Kassierten es als letzte Sicherheit die Stricher vor der Bank. Vielen Dank. Kein Job mehr, keine Wohnung, kein Wagen oder mit Thomas zu sagen. Hast du kein Auto und hast du kein Haus, dann hast du keine Frau und so sieht's aus. Ja, ja, genau so lief's bei mir, als ich vor ihrer Tür stand und statt Liebe und Trost nur noch ein Zettel von ihr fand. Es wäre nicht wegen mir, doch sie sei weg, um mit jemandem anderen zusammen zu sein. Und ich war wieder allein, ich bin back in hell. Und da kam es, wie es kommen musste. Vom Leben ausgehustet, Glückssträhne abgerissen und nicht mehr verkrustet. Ausgeblutet, abgebrannt, an den Rand verbannt, abgestellt und trockengelegt. Wie ein Fischerland, wieder mal eine grausige Nacht verbracht, wo ich jetzt wohne, in meiner lausigen Nachbarschaft. Um mich herum der Krach der Stadt und unter mir die Parkbank, auf der ich mich flach gemacht hab. Endlich ein Platz an der Sonne. Zwar ohne Dach, dafür nachts mit der brennenden Tonne. Hab schon immer gesagt, das Leben ist wirklich ungesund. Bist du bei Tag und Nacht, real Untergrund. Um mich herum stehen leere Flaschen, billiger Sprit. Kein Pfennig in den Taschen und es regnet. Doch zum Glück hab ich mich mit der Zeitung zugedeckt, auf der die Schlagzeile steht, dass die neue der fantastischen drei mal wieder Nummer 1 in den deutschen Charts belegt. Von wegen hart, aber gerecht, ich war am Arsch, echt unten. Tief gesunken, auf die Knie gezwungen, hab es nie überwunden. Bis ich dann irgendwann meine neue Liebe gefunden hab und davon viel getrunken hab. Sie ist Lambrusco und gab's an der Tanke in der Magnumflasche. Jede Mark in meiner Tasche ging für sie drauf. War jeden Tag noch mehr am Arsch, es hörte nie auf. Bis es endlich eines Nachts soweit war. Die Straße leer und nass, längst kein Verkehr mehr und ich lag fast nackt auf dem Asphalt. Der letzte Rest meiner Sachen durchnässt und zerfetzt. Ich dachte, ich könnte schaffen bis zuletzt. Doch am Ende meiner Kräfte im eigenen Erbrochenen hörte mein Herz schließlich auf zu pochen, denn erst war der Schmerz weg, dann ging alles sehr schnell. Stille, Michi back in hell. Die Luft, sengende Hitze, Schwefelgeruch, brennende Blitze, lodernde Flammen, ein ständiges Donnern und Dröhnen, unendliches Jammern und Stöhnen von zahllosen Kehlen, grässliche Schreie verlorener Seelen, die sich ewig lang in Verlorenheit quälen, ein Wimmern und Flehen, erschütterndes Zehen, und ich stand mit zitternden Knien mittendrin, bis er erschien. Satan war da, aber da war mir klar, was geschah, und ich sah, wo ich war, als er lachte und sprach. Herzlich willkommen, Arsch. Ich will an dir für immer deine Unschuld. Wie jeden, der hier landet, der Mann, ich hab keine letzte Chance. Lächerlich klein, denn bisher konnte es noch niemand schaffen, mich in irgendwas zu schlagen, also wähle deine Waffe. Die Entscheidung war einfach, meine Geheimwaffe konnte er einfach. Also keine Waffe, die Zeit kurz und klein. Mich mit dem Mikrofon zu sein, bin das zu zweit machte, meine Worte in den Gewitter, bin er reinbracht. Ich spuckte 666 Steins binnen kürzester Zeit, legte ihn aufs Kreuz in höllischer Geschwindigkeit, pumpte rein für rein wie Blei in ihn hinein. Mit jeder Punchline verschwand sein Widerstand wie von allein. Ein letzter Schrei, schwarzer Rauch, bevor er im Nichts verschwand. Gleich schnelles Licht und dann, als sei nichts passiert, stand ich wieder bei uns vier vor der Studiotür. Mich weg. Zwuber.
Mich weg! Mich weg ist zurückgekehrt! Ich muss dir jetzt alles erzählen. Komm mit. Es war eine schöne Zeit. In der Tat, wann waren wir hier? Ich glaube vor 2 Jahren oder 7 Jahren oder so. Ich weiß es nicht. Letztes Mal auf dem Bizarre, als wir hier waren, war da jemand auch dabei von euch? Alright. Und ich habe sie damals schon gesucht und gerufen und ich rufe sie immer noch. Und ich höre nicht auf, sie zu rufen. Und ich hatte damals schon einen bei mir und ich habe ihn immer noch bei mir. Begrüßen Sie mit mir einen Krüger. Komi Topuni und Didgeridoo auf der Suche. Wie wir alle auf der Suche. Sich bereit, hat sich gedacht, wir haben die längste Zeit mit Warten verbracht, Zeit mit Worten verbracht, das uns bequem gemacht, jetzt macht sich Zeitlosigkeit breit. Der Schläfer erwacht und ist bereit und befreit vom Raum, lebt er in der Vision, durchschreitet deinen Traum in geheimer Mission und er kämpft, um die anderen aus ihrem Traum zu wecken, weil er weiß, dass in ihm viele kleine Krieger stecken und dennoch sagt er nicht, komm mit mir. Er fragt nach deinem Traum, fragt, warum bist du hier? Er hat die Macht der Magie, jeden Wort wird ihm klar. Er nimmt mit allen seinen Sinn, seine Zukunft war erweitert, das jetzt durch sein Bewusstsein. Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß, jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt hat er. Doch sein Traum geht weiter, weil der Zauber wirkt, er wacht auf. Doch sein Traum geht weiter, weil der Zauber wirkt, er wacht auf. Doch geht sein Traum weiter, als der Zauber wirkt, wacht er auf. Er wacht auf. Und weiß es, er wacht auf aus dem Traum, den das Kollektiv träumt. Hat mit seinen alten Vorstellungen endlich aufgeräumt. Er setzt die Isolation, setzt an ihre Stelle die Vision, dass wir eins sind auf einer Welle. Denn das Leben ist ein Fluss, der fließen muss, lass ihn fließen. Der Krieger sagt entschieden, es wird Zeit, ihn zu entschließen. Wer du bist, wohin du gehst, auf welcher Seite du stehst. Es wird Zeit, dass du verstehst, dass du am Rad der Zeit drehst. Wir führen einen Feind, die meisten tragen ihn im Stillen aus. Nur das Ergebnis quillt aus ihnen raus. Nur das Ergebnis quillt aus ihm aus. Und er kann es sehen, als Krieger fühlt er, es ist existent. Jetzt, da er das Geheimnis kennt, spürt er im Rhythmus den Zauber der Monotonie und Energie wie noch nie. Er setzt die Theorie und ihm wird klar, Harmonie bringt die Kraft. Sein Traum wird wahr, er hat es geschafft, jetzt wacht er auf. Aus seinem Traum geht weiter, weil der Zauber wirkt, er wacht auf. Aus seinem Traum geht weiter, weil der Zauber wirkt, er wacht auf. Doch geht sein Traum weiter, als der Zauber wirkt, wacht er auf. Er wacht auf und weiß es, er wacht auf. Aus seinem Traum geht weiter, weil der Zauber wirkt, er wacht auf. Aus seinem Traum geht weiter, weil der Zauber wirkt, er wacht auf. Sein Traum geht noch weiter, als der Zauber wirkt, er wacht auf und weiß es. Thank you.
glaube, der Musik gibt auch dir die Kraft. Geh den nächsten Schritt, dann hast du es geschafft. Der Krieger zeigt dir ein Stück freies Land. Ein Platz in deinem Kopf, den er fand. Und gibt dir seine Hand, die du berührst. Und du spürst, ihr seid eins, es geschieht. Ihr habt dieselbe Vision, jetzt siehst du, was er sieht. Und ihr seht Krieger überall und alles sind dir bekannt. Jedes Gesicht, jede Geschichte ist mit dir verwandt. Sie kämpfen für das Leben, Krieger sind deswegen hier. Leben für den Traum und alles sind ein Teil von dir. Und geben dir ein Gefühl wie ein Schild. Du hast es lange vermisst, dass solange du kämpfst, du nicht alleine bist. Tritt in den Kreis und mach wahr, was du weißt. Und die Erkenntnis bringt die Kraft, mit der du dich befreist. Und dabei frei von Angst, ganz gelöst. Erlöst, was in dir ist. Denn dann lachst du auf. Und dein Traum geht weiter, weil dein Zauber wirkt, du wachst auf. Auch dein Traum geht weiter, weil dein Zauber wirkt, du wachst auf. Doch geht dein Traum weiter, als der Zauber wirkt, wachst du auf. Du wachst auf. Und weißt es, du wachst auf. Auch dein Traum geht weiter, weil der Zauber wirkt, du wachst auf. Auch dein Traum geht weiter, weil der Zauber wirkt, du wachst auf. Doch geht dein Traum weiter, als der Zauber wirkt, wachst du auf. Du wachst auf. Und weißt es, weißt es. Zauber wirkt, du wachst auf. Doch dein Traum geht weiter, weil der Zauber wirkt, du wachst auf. Doch geht dein Traum weiter, als der Zauber wirkt. Doesn't feed a
wieder mit der gleichen Scheiße an. Ist klar. Du kommst genau, wenn ich nicht weiter weiß und dann bla bla. Gibst du mir deinen Text, das übliche Programm. Aha. Und denkst, der Rest erübrigt sich dann irgendwann. Doch wer? Bin ich verdammt normal und wer bin ich nicht? Je mehr ich nach mir suche, desto mehr finde ich dich. Woher? Hast du das Recht zu wissen, was richtig ist? So sehr. Das ist jetzt auch schwer zu wissen, nicht wichtig für mich. Denn du bist nichts ohne mich. Hast du trotzdem im Griff. Zeigst mir nie dein Gesicht. Trotzdem kenne ich dich. Verstehe dich. Warum grad du es immer bist, der mir meine Meinung sagt, die meistens tief voneinander ist, weil du selber keine Peilung hast. Also was? Lass deine Finger von mir. Du kannst so reden und verlieren, also was willst du noch hier? Na klar, du machst dich zum Star, nur sonderbar. Ich wollte nie eine Rolle haben in der Soap Opera. Ich war schnell der Darsteller, der sie noch fragte. Das Drehbuch von dir war und mich unsichtbar machte. Das schreibe ich auf Papier, was ich schon immer dachte. Das ist dich am allermeisten an mir. Was geht ab bei dir? Was, ja, was machst du hier? Was geht ab bei mir? Ja, was machst du hier, du Schmuck? Was geht ab bei dir? Wir hatten das Vergnügen, wie oft in diesem Jahr standen wir uns gegenüber. Ich war mir klar, du warst hinüber, hattest einen über alle Maßen abenteuerlich. Hab verbracht, das Sagen gehabt, da keinen Rahmen gedacht und dir einen Namen gemacht. Als müsste Kuh, Mom und Fogger, was ist da diese Nacht? Der Macke auf dem Power-Tipp, suchst den nächsten Dauerkick, bist aber überall verteilt und nicht im Augenblick. Blubberst Blasen in die Luft, die dir den Sauerstoff rauben. Bist am Saugen. Ist ja kaum zu glauben, wie kann man ohne Pause an der Nase lang auf Toilette gehen? Zwischendrin die selbstgebauten Zigaretten drehen. Nur um neben mir zu stehen. Ich weiß jedes Mal, ich liebe im Leben nicht jeden. Doch du bist mir egal. Deshalb werde ich mir vergeben und lass dich ziehen. Ich denke, wir sind eben und hör auf zu fliehen. Unsere Beziehung wird zur Wasserleiche aufgequollen. Widerlich erzähl ich den Spiegel und bin wieder ich. Was geht ab bei dir? Was machst du hier? Was geht ab bei mir? Hey, was machst du hier, du Schmuck? Was geht ab bei dir? Was machst du hier? Was geht ab bei mir? Hey, was machst du hier, du Schmuck? Was geht ab bei dir? Hey, was machst du hier? Was geht ab bei mir? Hey, was machst du hier, du Schmuck? Was geht ab bei dir? Was machst du hier? Was? Was geht ab bei mir? Hey, was machst du hier, du Schmuck? Was geht ab bei dir? Was machst du hier? Was geht ab bei dir? Hey, was machst du hier, du Schmuck? Schmuck! 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 Meine Damen und Herren, unsere Assistenz, Fräulein Rolli und Fräulein Mütti. Du bist ein kleiner Applaus für die Damen. Wir kommen jetzt zu einem sehr kritischen Punkt. Eine der Show. Kleine Show. Wir haben uns gedacht, Freunde, bei so vielen Leuten. Wir verteilen uns vielleicht ein bisschen, wir sind so ein paar Mal drin. Ja, sehe ich. Bei so vielen Leuten, die uns heute gegenüberstehen, ich bin so. Lassen wir heute mal dieses Lied rappen. Und ich weiß, ihr könnt das. Weil wir können es nicht. Genau. Das kann man nicht auswendig hören. Mann, die Scheiße. Aber wir arbeiten dran, Jungs. Komm schon, heute schaffen wir es. Nun, da sich der Vorhang der Nacht von der Bühne hebt, kann das Spiel beginnen, das uns vom Drama einer Kultur berichtet. ARD, ZDF, CNA, BRD, DDR und USA, BSD, HIV und DFK, GbR, GmbH, ihr könnt mich mal. THX, VHS und FSK, RAF, LSD und FKK, DVU, AKW und KKK, RHP, USW, LMA, PLZ, UPS und DPD, BMX, BPM und XTC, EMI, CBS und BMG, ADAC, DLRG, OJMINE, EKZ, RTL und DFB, ABS, TV und BMW, KMH, ICE und SCD, PVC, FCKW ist nicht okay. Yeah. MFG, was mit freundlichen Grüßen, die Welt in uns zu Füßen, denn wir stehen drauf, wir gehen drauf, für ein Leben vor der Schattenraum. Ja, ja, bevor wir fallen, fallen wir lieber auf.
MFG, was mit freundlichen Grüßen. Die Welt liegt uns zu Füßen, denn wir stehen drauf. Wir gehen drauf für ein Leben voller Schall und Rauch. Ja, ja. Bevor wir fallen, fallen wir lieber auf. LBS, WKD und IHK, UKW, NDW und Hubert K, BTM, BK, hahaha, LTU, TNT und IAA, NTV, THW und DPA, H&M, BSB und FDH, SOS 110, Tatütata, SED, FDJ und KDB, FAZ, BWL und FDP, EDV, IBR und WWW, HSV, VfB, ABC, DAF und OMD, TM3, A und O und AEG, TUI, UVA und UVB, THC und CB, ist was ich dreh. Yeah, ist was ich dreh! Komm on! MFG, mit freundlichen Grüßen, die Welt liegt uns zu Füßen, denn wir stehen drauf, wir gehen drauf, für ein Leben voller Schadenraum. Bevor wir fallen, fallen wir lieber auf. MFG, mit freundlichen Grüßen, die Welt liegt uns zu Füßen, denn wir stehen drauf, wir gehen drauf, für ein Leben voller Schall und Rauch. Ja! Bevor wir fallen, fallen wir lieber auf. MFG, was mit freundlichen Grüßen, die Welt liegt uns zu Füßen, denn wir stehen drauf, wir gehen drauf, für ein Leben voller Schall und Rauch. Ja, ja! Bevor wir fallen, fallen wir lieber auf. MFG, was mit freundlichen Grüßen, die Welt liegt uns zu Füßen, denn wir stehen drauf, wir gehen drauf, für ein Leben voller Schall und Rauch. Ja! Bevor wir fallen, fallen wir lieber auf. Jahre, viele Soloprojekte dazwischen, dass man zusammenkam, um diese neue Platte zu machen. War es einfach, die neuen Ideen zu finden? War das ein langsamer Prozess? Wie kam das zustande? Wir hatten am Anfang auf jeden Fall ein bisschen eine Eingewöhnungsphase, wo wir alle uns ein bisschen mehr Zeit gelassen haben für unsere Inspiration, bis wir in einen eigenen Rhythmus wieder kamen. Ab da war es allerdings so wie immer. Wir sind ein gutes Team, wir sind wie eine Familie und in dem Rahmen kam es auch relativ schnell wieder die Erinnerung an, wie wir früher gearbeitet haben, und wir sind dann direkt in einen eigenen Fluss wieder reingekommen und zack. Wir sitzen hier beim Bazaar, zurzeit in Köln auch die Popcom. Es gab gestern in Köln eine Pressekonferenz wegen Pop 2000. Das ist eine Sendereihe, die demnächst beim WDR zu sehen sein wird. Es geht um 50 Jahre deutscher Popmusik. Du warst aber der Pressekonferenz dabei. Hast du schon was gesehen oder weißt du mehr davon? Das ist eine Fernsehserie über 50 Jahre Popmusik, die in dritten Programmen gezeigt wird, die eigentlich sehr gut ist. Also ich hatte einen Showreel vorher bekommen, wo 3 Minuten von jeder einzelnen Folge drauf waren. Und von den 50er Jahren, ich habe zum Beispiel nicht gewusst, dass es damals zwischen Rockern und Halbstarken abging, wenn wir mal die 80er Popper und Punker nehmen. Und wie die aussahen mit Outfit, mit Bildmaterial, mit Material, wie damals der Jargon war. Zum Beispiel hat man für geile Weiber gesagt, Wuchtbrummen und so. Faszinierend, weil letzten Endes ist Popmusik ja auch ein Produkt, nicht nur also der Künstler, aber das ergibt sich aus Zeitgeist, Umfeld, Kultur, Sprache und Geschichte und ist deshalb was unheimlich Interessantes und Lebendiges, Popkultur. Deshalb ist es heute sehr, sehr interessant, sieht das aus. Ich weiß, es gibt eine Platte, wo Leute von heute Sachen aufgenommen von damals im Grunde. Was eigentlich immer eine ganz interessante Idee sein kann, wenn man sagt, okay, wir machen das vollkommen anders. Ist das irgendwas, was für die Fanta 4 vielleicht an sich ganz interessant wäre, so bestimmte Sachen einfach von damals zu nehmen und völlig anders zu machen? Hallo? Manager Fragen. Dürfen wir die Frage beantworten? Nein, aber ich meine, ich finde es interessant, wenn man wirklich sagt, okay, wir nehmen irgendwas, was jeder kennt, wir machen das aber ganz neu, sodass im Grunde keiner das kennt, aber es fängt neu an zu leben, deswegen. Ja, also wir haben ein Stück gecovert, ja, ganz gezielt. Das ist das erste Cover, das ich überhaupt jemals in meinem Leben gemacht habe. Es ist auch nur, naja, vom Musikalischen würde ich sagen, halb ein Cover, halb ein Remix. Aber das ist eben das, was es braucht, um in die heutige Zeit transportiert zu werden. Und das Stück ist Rudi von Herwig Mitteregger im Original. Das war eigentlich ein sehr schönes Stück. Warum gerade dieses Stück? Ja, weil es ein sehr schönes Stück ist, ganz genau. Das Tolle ist, Herwig Mitteregger heißt ja mit bürgerlichem Namen Rudi und er erzählt in diesem Lied, er redet mit sich selbst, hör mal Rudi, hör mal,
Lass es sein, hast du deinen Schrott schon Schreibern vorgespielt, die findest doch alle sicher funky. Also er spricht mit sich selber und äußert eine große Angst, ob er noch kreativ bleiben kann und Ideen haben kann. Eigentlich ist das der Künstlersong. Alle Musiker, Herbert Grönemeyer, der Initiator dieses Samplers, eingeschlossen, waren total begeistert, dass wir gesagt haben, das würden wir gerne machen, das Stück. Und es ist ein Stück, in dem Herwig Mittelegger eigentlich nur spricht über verschiedene mit dem Synthesizer hergestellte Sounds. Und wir haben dazu einen Beat gemacht, haben uns einiger Sounds bedient und haben diesen Vortrag auch eigentlich übernommen, haben mit dem Unterschied zum Herwig Mittelegger zum Original über einen Beat gesprochen, dem so einen souligen Rhythmus verpasst. Und ich finde, das hat der Message nur gut getan, weil es ist noch eingängiger. Diese Angst kommt, also es ist ein super, toll, toll, toll. Wenn man das alles so hintereinander sieht, also 5 Jahrzehnte deutsche Popmusik, ist es so, dass alles eher enger zusammenrückt. Ich denke zum Beispiel, es hat heute in Hamburg beispielsweise so eine Schlagerparade gegeben, also wo Leute auf der Straße, auf der Reeperbahn Schlager gesungen haben. Das Schlager an sich vielleicht ernster genommen, also nur ernst im Sinne von, es ist nicht irgendwas, was zum Wegwerfen ist, sondern es hat also echt eine Berechtigung. Ja, auf der einen Seite glaube ich schon an so eine Art Lebenscrossover, dass also viele Einflüsse immer mehr zusammenfließen, sich vermischen. Auf der anderen Seite, versagt mir fast die Stimme und es tun sich Abgründe auf, wenn ich daran denke, dass ich plötzlich Schlager ernst nehmen soll. Nee, also so weit wollen wir mal nicht gehen. Ne? Es gibt durchaus eine größere Variety, also sprich größere Vielfalt an Musikrichtungen, die auch wieder durch Crossover in alle Bereiche vermehrt wird und auch wieder zusammenfließt. Auf der anderen Seite aber gibt es auch Musikrichtungen, die vielleicht es auch nicht wert sind, jetzt nochmal wiederbelebt zu werden oder eine neue Renaissance zu bekommen. Lieber in die Zukunft durch neue Musikrichtungen, neue Musikformationen dann auch wieder neue Bewegungen zu schaffen. Ich glaube, da gehen wir gerade hin. Dadurch, dass viel passiert, gibt es mehr so Senkrechtstarter, die wieder einen Schweif hinter sich herziehen. Aber das heißt nicht, dass alles jetzt plötzlich dann toll ist. Ein sehr gutes Schlusswort. Ich bedanke mich sehr, ja? Gern geschehen. Ich freue mich auf Rudi. Ob ich alles glauben sollte, was die drei mir da erzählt haben, ich weiß es nicht genau, aber das war lustig, mit den drei auf jeden Fall zu reden. Wir haben in der Zwischenzeit verschiedene E-Mails bekommen, zum Beispiel von Renten, der schreibt uns, geil, ein Riesendoller, großes Lob an eurer Live-Netstream und an die ganze Sendung. Eine kleine Frage allerdings, wann kommt Talkatronic? Und ich habe hier 3 oder 4 E-Mails von Leuten, die wissen wollten, wenn Talkatronic gesendet wird. Es wird in etwa schätzungsweise 16:45 sein, also relativ spät, aber wir werden eine schöne Stunde in etwa haben mit Blumfeld. Ich habe auch mit Jochen und Peter von Blumfeld gesprochen und dann werden wir anschließend auch Talkatronic zeigen. Wie gesagt, ich schätze in etwa 5:15 Uhr, auf jeden Fall zwischen 5 und 6. Dann habe ich hier ein E-Mail, wo habe ich das? Ja, genau hier, von Janez Lesser, schreibt aus Slowenien und meint, seit 2 Jahren habe ich die Möglichkeit, über Satellitenfernsehen das Bizarre Festival auch im Fernsehen zu sehen. Auch toll, dass es jetzt im Internet läuft und hoffentlich bin ich nächstes Jahr auch in Köln dabei. Das wird nicht gehen, weil das Bizarre Festival wird in Köln nicht stattfinden nächstes Jahr. Es wird woanders sein, genau wo das sein wird. Das können wir im Moment nicht sagen. Das, was man im Hintergrund hört, das sind die Müllwagen, die hier alles abtransportieren müssen. So, wir haben noch einige E-Mails, aber manche sind richtig lang, wie man vielleicht hier sehen kann. Also ich werde vielleicht später ein bisschen darauf eingehen können. Ich habe das noch nicht richtig zu Ende lesen können. Es gab aber noch ein E-Mail von jemandem, der wissen wollte, gestern haben die Offspring hier gespielt. Warum habt ihr das nicht gesendet? Das ging einfach nicht aus verträglichen Gründen. Wir haben nicht mal die Offspring aufzeichnen können. Also konnten wir die natürlicherweise auch nicht im Fernsehen zeigen. Weiterhin schreiben, es ist immer ganz toll zu wissen, wie Sie das bisher gefunden haben. Hier geht es auf jeden Fall aber weiter mit Musik von Catatonia aus Wales. Das ist die Gruppe, die vor einem Jahr auch auf der Lorelei war. Aber heute waren sie hier beim Bizarre Festival. Catatonia also.